Selbstsichere Menschen erkennst du am Gang. Sie müssen nicht mehr ein einziges Wort sagen, sie betreten den Raum, laufen durch die Stadt, andere Menschen drehen sich zu ihnen um, einfach weil sie eine so große innere Stärke allein durch ihren Gang und durch ihre Gehweise ausstrahlen. Egal, ob du eine Präsentation hältst, eine attraktive Person ansprechen möchtest, ein Meeting vor einer großen Gruppe hast oder einfach generell, beispielsweise auch bei einem Date oder sonst, wenn du irgendwie dich bewegst, selbstsicher wirken willst, dann gebe ich dir in diesem Video 4 konkrete Punkte mit, die selbstsichere Personen allein schon durch ihre Gehweise ausstrahlen. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Herzlich willkommen, Benedikt Held hier. Ich bin Kommunikationstrainer und Gründer der Redefabrik. Und heute zoomen wir mal auf ein Detail in der nonverbalen Kommunikation rein, und zwar in das Gehen. Ja, eine sehr kleine Sache, die aber eine extrem große Wirkung hat. Fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Selbstsichere Menschen. Sie haben ihr Ziel von Anfang an klar. Das ist sehr metaphorisch. Wir sagen oft, bei Menschen, die selbstsicher wirken, sie kennen ihren Weg, sie sind sehr zielstrebig, sie sind sehr bestimmt, und das spiegelt sich schon in der Körpersprache, im Gehen wieder. Also anstatt irgendwie so rumzuschauen und sich von der Welt beeinflussen zu lassen und leiten zu lassen, sind selbstsichere Menschen absolut klar. Solange sie noch nicht wissen, wo sie hinwollen, bleiben sie einfach ruhig und gelassen stehen. Schauen sich um, und sobald sie das gefunden haben, wohin sie wollen, gehen sie klar und selbstsicher und zielstrebig zu. Nutze es auch für deinen Alltag, indem du eben nicht irgendwie rumläufst und dann dadurch fahrig wirkst, sondern erst schaust, wo du hin willst, dein Ziel schon vorher klar hast und dann bestimmt losgehst. Wenn du generell solche Dinge für deine Kommunikation nutzen möchtest und da überzeugender zu sein und auch eine selbstsichere Körpersprache entwickeln willst, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, denn die Redefabrik ist die größte Plattform genau zu diesen Themen der Kommunikationspsychologie und des Charismas. Dann kommen wir schon zu Punkt Nummer 2, und zwar, sie gehen entspannt und oder zügig. Was meine ich damit? Selbstsichere Menschen gehen nicht angespannt. Angespannt ist ein Zeichen von Steifheit, von Unsicherheit. Weil wir eben, oh Gott, denken, wir müssen uns zu sehr kontrollieren. Selbstsichere Menschen gehen entspannt, sind locker und gelassen. Zusätzlich sind sie allerdings jetzt auch oft nicht so, dass sie dann super lahm sind, sondern eben durch diese Zielstrebigkeit gehen sie durchaus zügig. Allerdings, und das ist ganz wichtig, selbst wenn sie zügig gehen, dann hasten sie nicht oder rennen sie nicht, sondern dann selbst in dieser schnellen Geschwindigkeit, selbst da sind sie entspannt. Sie laufen also super schnell, allerdings trotzdem entspannt und eben nicht gehastet. Dann kommen wir schon zu Punkt Nummer 3, und zwar, sie haben eine aufrechte, gelassene Körperspannung. Was ist damit gemeint? Gelassenheit, ne? Kannst du dir fast schon vorstellen. Es ist eben nicht, dass du angespannt bist, das hatten wir gerade schon. Aber die Körperspannung ist besonders wichtig. Anstatt irgendwie so nach vorne zu schauen. Die meisten Leute laufen irgendwie so, haben auch noch ihr Handy in der Hand oder irgendwelche Kopfhörer und sind so in ihrem inneren Dialog. An sich nichts dagegen, wenn du unsicher wirken willst, aber wenn du selbstsicher wirken willst, dann hast du einen aufrechten Blick, einen klaren Blick und schaust die Welt an. Es ist auch ein Zeichen von Sichtbarkeit. Ich zeige mich der Welt. Ich habe meine Schultern eher ein bisschen zurück, eher eine offene Körpersprache durch eine offene Brust, zeige auch meine Hände, bin relativ offen in meiner Körpersprache, aufrecht und trotzdem dabei gelassen. Ist nicht irgendwie angespannt und so, sondern einfach gelassen und aufrecht, und so laufe ich dann auch. Und damit sind wir schon bei Punkt Nummer 4, und zwar, ihre Arme schwingen frei. Bei selbstsicheren Menschen schwingen Arme frei. Ja, anstatt die ganze Zeit die Hände in den Hosentaschen zu haben, es wirkt vielleicht ein bisschen bequem. Natürlich ist es bequem, weil du dich selbst zurücknimmst, weil du selbst mehr Platz wegnimmst von dir, ja, und anderen den Platz nimmst. Es ist in gewisser Weise bequem. Und selbstsichere Menschen haben auch manchmal eine Hand in der Hosentasche, aber nie wirklich beide. Ja, auf der Bühne kann man das mal als Methode nehmen, um sich zurückzunehmen. Aber beim Gang solltest du beide Hände draußen haben und wirklich eher so frei schwingen lassen. Das ist vielleicht anfangs eher etwas ungewohnt, aber auf jeden Fall zuträglich für dein Charisma. Oder vielleicht gerade, wenn du langsamer gehst, wenn du entspannter gehst, dann auch eine Hand
in der Hosentasche zu haben. Das kannst du durchaus nutzen. Achte allerdings darauf, dass du auch dort am besten so einen Daumen aus der Hosentasche rausmachst. Das ist eine ganz kleine Sache, aber es wirkt sowohl auf dich intern ganz anders als auch auf andere in deiner Wirkung. Wenn du jetzt sagst, hey, ich weiß gar nicht genau, wie ich wirke und ich will ehrlich gesagt auch nicht auf alle dieser kleinen Zeichen immer achten, alles gut, ganz entspannt, wenn du dort von einem der Experten aus meinem Team oder mir persönlich eine 1:1 Charisma-Analyse haben willst, also wirklich ein professionelles, ehrliches Feedback bekommen willst, wie du auf andere wirkst, dann geh gerne auf charismatisch-werden.de und bewirb dich gerne auf eine kostenfreie Analyse. Dann schauen wir uns gemeinsam an, wo du gerade stehst, wie du auf andere wirkst und woran du noch arbeiten darfst. Ich freue mich, dich dort zu sehen und eventuell in einer Charisma-Analyse persönlich zu unterstützen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen, kommunikativen, erfolgreich gesegneten Tag. Das eben mit selbst ihre Körpersprache. Und bis bald.